Hallo, Servus und grüß euch. Heute drehe ich ein ganz kurzes Video zum Thema Daimler-Benz Aktie. Und hierzu unseren Chart und auch hier möchte ich sehr gerne so einen Indikator, den Moving Average 200 mal kurz eintippen. Warum, weshalb, das wird sich gleich noch zeigen. Und was ist so Besonderes? Also es geht um das Thema deutsche Aktien. Und letztens hatte ich eine schwere Diskussion bei unserem Stammtisch. Und deswegen möchte ich es auch ganz kurz hier mal per Video, YouTube-Video publizieren, das Thema. Es ging um die deutschen Autobauer und das, ob die jetzt sozusagen schon dem Untergang geweiht sind oder doch noch nicht und so weiter. Diese ganze Thematik. Und ich muss eines dazu sagen, ich habe in den letzten 5 Jahren nie mehr wie 2 deutsche Aktien oder DAX-Aktien gleichzeitig in meinem Depot gehabt, egal in welchen, in allen Depots zusammengerechnet. Also das war noch nie so richtig mein Ding und wahrscheinlich bin ich auch geprägt dadurch, dass ich mal eine Menge Kohle verloren habe, als ich sehr jung war, noch vor 25 Jahren mit der Deutschen Telekom. Aber mal davon abgesehen, was macht meiner Meinung nach, obwohl ich Audi-Fan bin, ja, also die 4 Ringe, top, hat aber mit Investieren nichts zu tun. Also da trenne ich, Gott sei Dank, trenne ich das einigermaßen. Ich finde auch SAP super, aber ich habe keine SAP-Aktien mehr, schon seit jetzt über einem halben Jahr. Und bei der Daimler-Benz-Aktie ist halt Folgendes zu beachten. Man muss sich einfach mal schauen, wem letztendlich erstens mal die Daimler-Benz-Aktie teilweise schon gehört. Das sind sozusagen so Firmen wie Geely und so weiter, die sich da schon seit längerer Zeit eingekauft haben. Dann muss man auch bedenken, der ganze Hype gerade, diese ganze Umstrukturierung, die da gerade stattfindet. Ich weiß es nämlich sehr gut, weil ich vor 2 Jahren noch sehr stark mit der Automotive-Branche zu tun hatte und leider dann auch erleben musste, dass einige meiner Kunden abgesprungen sind, weil einfach überall Investitionsstaus und Investitionsstopps gab von heute auf morgen. Also wir sprechen sozusagen von eigentlich einem sehr guten Jahr für all diejenigen, die mit der Automotive-Branche nichts zu tun hatten. Also es ist jetzt genau Herbst 2018 war das. Und also so gesehen ist es, was viele vielleicht auch nicht auf dem Radar haben, bei Daimler-Benz aktuell ja so, dass die sehr viel oder relativ viel investieren, um einfach noch Anschluss zu finden an dieser ganzen Thematik Elektromobilität. Zumindest ist es einer der Faktoren, warum auch die Zulieferer gerade unheimlich am Kochen sind, nach wie vor, etc. etc. Und da darf man nicht vergessen, dass letztendlich die ganze Wertschöpfungskette, die ganze Zuliefererkette, also sprich die ganze Supply Chain, die Deutschen komplett verpennt haben, hier sich in irgendeiner Art und Weise auf Elektromotoren umzustellen. Also ich rede jetzt von den Zulieferern, die halt Motorteile bauen oder halt einfach Teile bauen, die beim Verbrenner gebraucht werden, aber beim Elektroauto nicht mehr. Da könnte ich jetzt wirklich lange ausholen, weil ich mit denen teilweise täglich am Telefonieren war, noch zu der Zeit, wo ich eben in dem Ding auch drin war, in der Branche mehr. Aktuell habe ich die Branchen gewechselt, hin zu E-Commerce. Und das ist halt so, dass letztendlich aufgrund dessen, dass die ganzen traditionellen Zulieferer eben die Teile eben nicht so schnell produzieren konnten, letztendlich die Daimler-Benz sich ganz schnell dahin bewegt hat, sich für ihre Elektroautos die Teile einfach einzukaufen von nicht-deutschen Zulieferern. Und einer davon ist eben Tesla. Und das ist halt was viel zu selten irgendwie diskutiert wird da draußen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn jetzt der ein oder andere Journalist dieses Video sieht, dass er sofort einen Artikel draus macht, ja, weil er eben dann auch eine Wahrscheinlichkeit hat, da höher gerankt zu werden. Ist jetzt auch egal, auf jeden Fall. Tesla könnte einfach mal so per Fingerschnippen ganz Daimler-Benz ja kaufen. Aber stattdessen machen die das ganz, ganz schlau. Sie machen Daimler-Benz
in gewisser Weise mit ihrer, die wollen ja letztendlich alles umkrempeln, also am besten den Verbrenner verbieten innerhalb der nächsten 5 oder 10 Jahre. Und dann werden sie insofern schon abhängig, dass sie also theoretisch, ist eine Hypothese oder eine These, zu einem der größten Zulieferer von Daimler-Benz werden könnten und vielleicht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch werden, was eben die ganzen Motore, Batterien und all diese Teile betrifft, die ein Elektroauto benötigt. Ich bin jetzt kein Experte für Elektroautos und habe auch nicht vor, das zu werden. Muss ich auch nicht sein. Ich muss auch kein Experte für alles auf der Welt sein, was man gar nicht sein kann. Deswegen gleich vorweg. Aber nur die Strategie von Tesla ist halt phänomenal und nicht nur bahnbrechend phänomenal, sondern eben auch, wie soll ich sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und es ist meiner Meinung nach aber eher vorteilhaft, wenn du, sagen wir mal, den jetzt ja da dir Gedanken machen würdest, okay, würde ich in den deutschen Aktienmarkt investieren, wenn ja, wohin oder deutsche Autobauer, dann würde ich persönlich, also nicht, nach wie vor bin ich nicht investiert, war auch seit langer Zeit nicht investiert in deutsche Aktien oder in diese Autobauaktien und werde es auch wahrscheinlich nicht zukünftig sein. Du könntest jetzt sagen, naja, hättest du in der Krise gekauft, wäre jetzt verdreifacht, aber das sind andere Aktien auch. Und ja, gut, die machen gute Dividende, Daimler, irgendwie 4,5% oder was, machen andere Aktien auch. Ja. Also deswegen muss ich nicht in deutsche Autobauer investieren. Aber jetzt habe ich den eigentlichen Faden verloren. Aber wenn mir zu mir einer jetzt sagen würde, Thomas, ich zwinge dich, du musst in deutsche Autobauer investieren, wie wäre dein Ranking? Dann wäre Daimler-Benz an erster Stelle und danach erst VW und dann BMW. Ja. Und das ist letztendlich, wenn mein Ranking, das ist auch das, was dabei rausgekommen ist, also an so einem Stammtischtreffen, welches aktuell auch natürlich virtuell stattfindet, nur nebenbei bemerkt. Auf jeden Fall, ja, das heißt aber nicht, dass ich investieren werde. Ja, es wäre nur die rein hypothetische Reihenfolge. Ja, und die Gründe dafür habe ich jetzt auch gesagt, weil ich meine, dass die, sagen wir mal, am dynamischsten sind, am nähersten dran, vielleicht eben auf die Kurve zu kratzen und vielleicht sogar irgendwie mal eine Merger, ich weiß das deutsche Wort gar nicht über von Merger, eine Verschmelzung. Da gibt es irgendwie ein deutsches Wort zu Merger. Vielleicht weißt du, was Merger auf Deutsch heißt, oder mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Und das sehe ich halt beim VW-Konzern nicht, ja. Und VW-Konzern ist halt letztendlich auch zum großen Teil gehört es halt dem Stand, dem Land und all diese Sachen, ist halt Träger und so weiter. Und auch wenn die meiner Meinung nach das beste deutsche E-Auto haben aktuell, das es am Markt gibt, ja, nämlich den E-Golf. Aber gut, das ist halt sozusagen investieren ist eine Sache und persönliche Präferenz an den Produkten ist eine andere Sache. Ja, also das trenne ich immer. Also ich finde jetzt nicht unbedingt alle Microsoft-Produkte besser wie SAP oder andere Produkte, aber deswegen halte ich trotzdem die Aktie und eben die andere Aktie eben nicht. Ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ja, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen vielleicht gefallen. Auf jeden Fall ist es natürlich für viele in Deutschland eine super interessante Thematik, wo man sich natürlich zerfetzen kann. Ja, zum Thema deutsche Automotive oder Autobauer und deutsche Automotive-Branche. Und ihr könnt mir eines glauben, die Manager und die Leute, die in diesen Unternehmen arbeiten, die haben teilweise nicht besonders viel Schlaf. Ja, ich weiß es, weil ich mit denen viel kommuniziere, viel telefoniere. Ich telefoniere da mit Leuten aus dem IT-Bereich, aus dem Marketing, Sales, teilweise auch aus noch höheren Dingen.
Und das ist halt besonders bei den Zulieferern bis in die Kleinstteile hinein, die sind teilweise wie unter Schock, ja. Und das schon vor Corona, ja. Die halt teilweise ihre Produktion auslagern nach Ungarn, nach Tschechien, nach Polen, was weiß ich wohin. Mit dem Wissen, dass die Fabrik, die sie da gerade bauen, eventuell Teile baut, die in 3, 4, 5 Jahren gar nicht mehr gebraucht werden. Ja, wenn der Verbrenner dann tatsächlich sogar verboten werden soll, was für mich persönlich der absolute Wahnsinn ist, zumal ein Werner Professor Dr. Sinn ja nachgewiesen hat mit irgendeiner Statistik aus Österreich, dass ein Dieselgolf ja erstmal ab 200.000 Kilometer erst umweltverträglicher ist. Ein E-Golf ab 200.000 Kilometer erst umweltverträglicher ist wie ein Dieselgolf. Ja, also wenn man nämlich die Produktion, die komplette Wertschöpfungskette rechnet, nicht nur den Verbrauch, ja, von dem, was er, wenn er eben fährt, sondern auch das, was davor passiert, nämlich die Produktion der Batterie, die Produktion des gesamten Autos und so weiter. Und das ist vielleicht nochmal wert, ein anderes Video, ein extra Video drüber zu drehen, aber zieht euch mal diese Studie rein, ja, die auch der Professor Dr. Sinn immer, also bestimmt 30 Mal schon in seinen Videos auch erwähnt hat. Und trotzdem kapieren es die Leute nicht. Ist ja auch völlig klar. Okay, lassen wir das mit der Elektromobilität. Ist ein Thema, glaube ich, für sich und auch sehr, sehr, sehr politisches, sehr heiß diskutiertes Thema, wo die Leute auch sehr schnell emotional werden können. Für mich war es heute Abend. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Daumen hoch und Happy Hunting und viel, viel Erfolg und Glück muss man auch manchmal haben, glaube ich, im Investieren und überhaupt im Leben. Bis dann, tschüss.